Ja, hey, willkommen. Mein Name ist AniRollP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Oh, Fallout 4. der In der nervige letzten Stempel. Folge haben wir den Vault-Tec-Vertreter Der ist, hat mir erlaubt, meine wiedergefunden und Atmosphärensensoren aufzustellen. Endlich kann ich beweisen, dass das Institut Terraforming im Commonwealth durchführt. Was sagst du jetzt, Carrington? ich bin Professor. Ja, das ist echt toll, Tom. Ich habe Des gesagt, dass ich auf dich zählen kann. Also, mein Sensor, ich nenne ihn Mila, muss hoch oben sein. Richtig hoch. Des hat mich gezwungen, Kameras und anderen Low-Tech-Mist daran zu montieren, damit sie den Weg der Freiheit beobachten kann. Den Mist kannst du wegwerfen, wenn du willst. Als könnte, du weißt schon wer, keine gewöhnliche Kamera überlisten, klar? Ich werde mich gut um Mila kümmern. Sie hat eine Menge sensible Komponenten. Sei sanft zu ihr, okay? Ich habe den perfekten Ort berechnet. Bau Mila auf und lass sie süße Daten für uns sammeln. Okay. Na gut. Wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, Hier was ist ich alles, was die Sins brauchen. jetzt vorher gemacht Du habe. solltest dich mal mit Radaway durchspülen, bevor die Aber wir haben noch Kontrollen eine Mission bekommen. ausfallen. Gut. Aber ich will erstmal mit Rekalibriere Pam den neuen reden. Datensatz. Ich habe das Aktuelle DRA-Versteck Auftrag für dich gesichert. abgeschlossen. Belohnung erteilt. Möglicherweise werden später weitere Aufträge erteilt. Ja, wahrscheinlich genau jetzt, ne? Oder auch nicht, gut. So. Tarnpool, oder was? Okay. Ist doof. Ja, ich habe übrigens jetzt mal die Vernichter-Klamotten angezogen. Ich hatte noch ein rechtes Beinteil auf Vernichter Marke, sag ich mal. Gehe davon Und aus, dass ja, du da oben beobachtet die konnte ich wirst. sogar noch ein bisschen Gute Nacht. verbessern und jetzt tun die beide so, weiß ich nicht. Ich glaube, der Brustteil tut 49 jetzt geben, anstatt 45 oder 44, was ich vorher hatte. Und das gibt 30. Also ja, ich bin deutlich stärker jetzt. Und dann hat wieder so einen Zeitlupeneffekt, das ist geil. Jetzt habe ich eine Verteidigung von 177, so schnell frag ich jetzt doch nicht. Hoffentlich. So, ich hatte eigentlich vor, einige andere Sachen zu machen, aber gucken wir mal. War ich da schon mal? Ja, ich bin mit Sicherheit kann warten, oder? Ja, komm, machen wir waren schon in den letzten Folgen turmmäßig sehr hoch irgendwo und jetzt geht's wieder irgendwo ganz nach oben. Aha. Warum hat dem McCree hat nicht gefallen? Hat er was gegen die Railroad? Vor allem, ich habe nur gesagt, ganz toll. Und der so, ne. Ne, so kenne ich dich gar nicht. Okay. Ich wollte eigentlich so ein paar optionale Sachen machen, weil ich hatte da so ganz viele Sachen, die keine Quests waren. Also weiß ich nicht hier. Finde Bobby oder sprich mit Bobby, ich weiß gar nicht, wer das ist. Da sollte ich ja noch so Spielzeugteile für diesen einen Typen hier aus so einem Spielzeugladen hier plündern. Mit seinem, hier, mit seinem Mini-Einhorn. Und bitte sag mir nicht, das ist. Ach, du bist das. So, muss ich jetzt hier hoch? Nee. Da muss ich irgendwo hin. So, ein bisschen was habe ich an meinen Waffen geändert. Ich habe zum Beispiel Kellogg's Pistole weggeballert und dafür jetzt Lorenzos Artefaktpistole in meinen Schnelldingen hier reingeballert. Meine Schnellauswahl. Diese Waffe, die ich jetzt hier habe, die verbraucht jetzt auch andere Munition. Zwar 308er, also das ist, glaube ich, Scharfschützenmunition. Wie viel wiege ich jetzt eigentlich? Okay. Ist viel. Bekomme jetzt nicht mehr den Stärkebonus von meinen Black Ops Klamotten. Die sind doof. Wesen sagt wieder, oh Gott. Munition. Du legst mit dem Besten an.
Mein Sturmgewehr habe ich auch noch ein bisschen verballert. Das kann jetzt richtig schnell werden. Wie ein richtiges MG. Ja. So, ja. Hat sich ein bisschen was geändert. Vor allem der Schaden. Wo ich jetzt zwar nichts mehr merke, aber. Ja. Ich glaube, ich bekomme deutlich weniger Schaden jetzt. Ja, ich wollte sagen, mal hier Munition lassen. Au! Oh, ein legendärer, ehrlich. Ja, muss ich hier überhaupt hin? Ja, irgendwo da muss ich hin. Ignoriere ich jetzt einfach. Puff. Nur einige Sachen hier zu legen. Ach, da ist dieses überschwemmte Gebiet hier. Wo ist der andere? So, wie komme ich da hoch? Ernsthaft für dieses eine Schutz-Terminal. Ja, meine Tür, aber da sah jetzt nicht so aus, als könnte ich da durch. Fuß oder bringt bei denen gar nichts. Das sieht nicht so aus, als könnte ich die Tür da treten. Fuß oder diesmal noch fucking cool. Oh mein Gott. Heiler. So. Wer wagt es, mich da zu knallen? Boah. Soll ich denn da hochkommen? Ja, das ist, da kann man nicht rein. Sehr gut. Also ist so der. Keine Ahnung. Da komme ich irgendwie auch nicht hoch. Oh. Heute hat er mich schon wieder hingeschickt, der Crazy Tom. Ja, das könnte wieder ein bisschen nervig werden, ja? Da ist ein legendärer noch, das weiß ich. Gar nichts. Aha. Ist auch nichts. Gut, komm her. Komm langsam aber sicher näher. Somit kommt auch langsam aber sicher euer Tod näher. Ist was geil an dieser Waffe ist. Okay, hier ist so ein Aufzug, aber. Wo ist der andere? Wo ist der legendäre hier, der hier war? Du als Maul. Weiß nicht, dass je weiter man oben ist, die verfallen kann. Oh Gott. Ja! Wo bist du denn her? Ha!
Wie kümmere ich mich später? Oh Mann, der lebt immer noch. Oder die, keine Ahnung. Oh, egal. Ja, komm. Einen hübschen Kopf rausstecken. Oh, war. Ah. Komm schon. Das gibt's doch nicht. So. Jetzt du da unten. Aua. Wo ist er? Wo kommen die auf einmal alle her? Ja nicht mal an der Anschauen. Wo ist McCree? Der kann mal ein bisschen Schüsse abfangen. Hier bin ich sicher. Ah. So, könnte aber. Nein. Nicht gereicht. Boah. Also bevor er auf den Boden aufklatscht. Da war eine geile Aktion. So, jetzt müssen die da sterben. Wo immer die alle herkommen. Kommt her. Na, drauf. Cool. Finger weg. Sehr gut. So, alles hier dezimiert. Wie üblich. Überall, wo ich hinlaufe. Also für eine Person, beziehungsweise zwei, ist der Hauptcharakter ganz schön gefährlich. Ah. Dauert lange. Muss mit Creedy schon wieder, meine Güte. Wahrscheinlich liegt er irgendwo tot. Herum. Macht er manchmal. Ja, da kommt er ja. Kommt zu spät, ne? Gehe ich hier schon alleine hin, ja. Schön. So, da muss jetzt aber eine Zeitschrift über eine Wackelpuppe auf mich warten. Wenn es geht. Na, du Pisser hast mich von weitem abgeschossen, ich weiß. Hier kann man auch schön leben. So ausgerechnet hier. Das sieht jetzt nicht so aus, als wäre das so sicher. Das sieht nicht so aus, als könnte ich das da lebend rausschaffen. Was soll's? Geronimo! Oh Mann. Boah. Sehr gut.
Warum habe ich das gemacht? Ich hätte mich da einfach porten können. So. Tüftler Tom. Was ist das? Sag mir nicht, du gibst mir auch irgendwelche random Sachen. Die müssen ja auch irgendwann ablaufen. Ich kann ja nicht überall so ein Ding hier anbringen. Boah, guck euch das Teil mal an. Weil wie ist die Ladezeit von der Railroad hier ganz schön kurz? Wir haben gerade viele Sims im Spiel. Das macht die Mila überträgt eine Menge Informationen. Auf den ersten Blick sieht die Atmosphäre normal aus. Aber ich werde mal tiefer in die Daten eintauchen. Ich hätte da schon den nächsten Standort für eins meiner Babys, falls du Zeit hast. Aber natürlich. Carrington will mit dir reden. Hörte sich wichtig an. Ich bete zu Gott, dass das jetzt nicht findet. Zumindest nicht bald. Boston Butcher. Deacons Quote ist die beste. Von ihm könntest du viel lernen. Ah, gut, da bist du ja. Es ist da was passiert. Eine Raiderbande hat einen unserer Agenten entführt. Codename Amsel. Das Interessante daran, wir dachten, er sei bereits gestorben. Im Unterschlupf Augusta. Desdemona klammert sich eine vage Hoffnung, dass A. Amsel noch lebt und er uns B. sagen kann, was mit den Zins in Augusta passiert ist, als der Unterschlupf fiel. Also möchte sie dich auf diese sinnlose Reise schicken. Weil ich entbehrlich bin, aber was? Ist das wirklich eine sinnlose Reise? Wenn man zu viele Annahmen verknüpft, erhält man nur selten, was man erwartet. Ich bezweifle, dass wir mehr als eine Leiche finden. Du findest alle Details im toten Briefkasten. Raider sind nicht bekannt dafür, lebende Gefangene zu machen. Aber da du schließlich dein Leben riskierst, viel Glück. Ich habe nicht gesagt, was ich das mache. Schön, dich bei uns zu haben. Jetzt gehe ich wieder eine Mission nach der anderen. Mann, es geht mir auch wie blöd hier Missionen. Was? Ach, das ist sogar da, okay. Dann gehen wir mal dahin zu noch nicht entdeckten Orten. Will ich doch glatt mal sagen. Vor allem, da wollte ich sowieso hin, wegen diesen Nebenquests hier, also diesen noch nicht Nebenquests teilen. Wisst schon. Irgendwann muss ich mal mit der Story weitermachen. Ja, ich will erstmal gut vorbereitet sein. Ich muss ja dieses leuchtende Meer finden. Irgendwann werde ich sowieso finden. Wenn ich meinen Weg irgendwann mal dahin führt, gehe ich dahin. Ich würde einen Strahlenanzug anziehen, um da durchzugehen. Man muss ja irgendwie die Strahlung aus dem Weg gehen. Was machen wir denn hier? Sag mir nicht, dass du den Unsinn über den vergrabenen Schatz glaubst. Was für ein Ding? Hallo, sag mir mehr darüber, wenn es geht. Toll gemacht, Bleifuß. Vor allem, da ist gerade eine Siedlung von uns. Ja. Und meine Kronkorkenmine, Mann. So, da ist der tote Briefkasten und die Spielzeugteile sind irgendwo anders. Gut. Ich brauche Aluminium. Aluminiumdosen, die geben Stahl, ne? Nicht Aluminium. Ne, Aluminium, okay. Ich glaube, da wäre so gewesen. Weil, ich glaube, das ist bei normalen Dosen, ne? Die geben Stahl. So, weil ich brauche Aluminium für einige meiner Waffen, die ich aufbessern kann. Was haben wir denn hier? Wir sind übrigens weit im Süden, das heißt, Gegner werden hier gefährlicher. Bestimmt beginnen wir ein paar Turskrallen oder so. Lieblich sieht das hier aus. Vielleicht sehe ich das
verstrahlte Meer ja irgendwann mal. Nylock Messerklaue, was? Ich bin bereit. Okay. Oh. Bam. Bam. Oh Gott, was ist das denn für ein Ding? Was ist das denn für einer? Mylock König, ja. Mylock Jäger. Ganze Familie haben wir hier. Gott. Oh Gott. Bring's nicht. Alter. Alter, was ist das? Ich höre die ganze Zeit so ein... Oh Gott, Gott, Gott. Ich überlege, was ich machen soll. Ich habe keine Ahnung. Suchen wir mal das hier. Vielleicht klappt das. Oh, oh, geil. Nicht geil. Der fliegt, der Stützer. Oh, guck mal, da geht den ganzen... Au! Kann ich auch. Boah. Oh. Oh. McCready schießt die auch ein bisschen ab, sehr gut. Ah! Ah! Gibt's da nicht. Aua! Ich bin tot. Ja, die Heilung kommt da nicht hinterher, glaube ich. Doch, kommt sehr gut. Das sieht da nicht gut aus, da sind bestimmt Gegner, ne? Komm, Mann, jetzt sehe ich erst aus, wie das aussieht. Jetzt sehe ich erst, wie das aussieht, das Viech. Ah. Was ziehe ich denn am besten? Ja, den Kopf ziehen. Boah. Hat. Der Rückstoß ist eigentlich nur das Gute an dem Ding. Oh. Oh, der hält ja noch mehr aus als der König. Noch alles. Das wäre eine verdammte Stadt. So, da kommt wieder so ein Bruderschaftsding. Oh. Ich will... Kann ich nicht den Kopf anziehen oder was? Da in der Mitte, das mit dem 65 jetzt. 72. Ne, das ist der Tor. Helfer, WT-Bird, bitte. Okay, der ballert. Wer von irgendwann ab und hast abgeschossen, habe ich das Gefühl. Okay. So. Bin nie abgebrochen, glaube ich. Auf Bahn. Zu wenig. Zu wenig. Ich meine, dann. Was zum Fahren? Ich habe Fahrradpunkte bekommen. Oh mein Gott. Was ist eigentlich schwer los? Alter, was ist denn da los? Mein Gott. Bis jetzt hat noch kein einziger WT-Bird überlebt, habe ich das Gefühl.
Was hatten da auch die Supermutanten? Ja, ich weiß nicht, was mit dem König passiert ist, ist mir auch egal. Sind da Supermutanten? Gut auf. Was ist hier los? Ja, kümmert ihr euch mal um die, ne? Gunners, super. Alter. Ich guck noch mal. Ne? Macht ihr euch mal fertig, ich loot hier nur. Bin ich angreifen. Ey! Ehrlich? Glaube ich, sollte hier nicht sein. Hier ist viel zu viel Feuerkraft. Ich gebe euch meine Erfahrungspunkte für die. Kannst euch noch leben bleiben. Oh Gott. Clint. Ist gut. Ich glaube, da sollte ich mich nicht nähern. Hallo. Greedy, wo bist du? Du kannst ein paar Sachen für mich tragen. Aha. Ah. Komm schon. Ein Gunner oder ein Raider mit einer Power Armor. Also die ballern ja auch auf den, ne? Wie die mal auftauchen würde. Ich hoffe, das ist jetzt eigentlich einer von der Bruderschaft. Wenn jetzt feindlich gesinnt ist. Ich wissen die Bruderschaft Leute ja auch auf mich losgehen. Ich würde sagen, diese Schlacht setzen wir in der nächsten Folge fort von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sag Tschüss, bis zur nächsten Folge.